Türkis und Grün sagen jeweils einstimmig Ja zu den Koalitionsverhandlungen. Und die Antwort von der Bundesparteivorsitzenden der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, lässt nicht lange auf sich warten. Die SPÖ wäre ebenso bereit gewesen nach einem sehr kurzen Sondierungsgespräch. Sie wären parat gestanden für Koalitionsverhandlungen. Doch der Anruf, der ist nicht erfolgt. Pamela Rendi-Wagner hat gemeint, das war erwartend. Es war nicht wirklich überraschend, dass Türkis-Grün nun in Koalitionsverhandlungen gehen. Doch nun sollen sie keine Zeit mehr verlieren und wirklich rasch handeln, damit die Österreicher und Österreicherinnen eine stabile, transparente Bundesregierung bekommen. Was steht bei ihr an oberster Stelle? Unter anderem ist es eine sofortige Steuersenkung, leistbares Wohnen und vor allem auch eine starke Investition in den Klimaschutz. Das steht auf der Agenda ganz weit oben. Sollte es eventuell zu einer Spaltung kommen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Türkis und Grün, dann würde sie bereitstehen. Jedoch denkt sie, dass das nicht eintreffen werde.